Herzlich willkommen. Bei dem Patch, das ihr gerade gehört habt, handelt es sich um eine Mischung aus subtraktiver und additiver Synthese. Ich kann das verdeutlichen, indem ich mal den zweiten VCO ganz herausnehme. Jetzt haben wir nur noch einen ganz normalen Sägezahnoszillator. Das hört sich dann so an. Also geht einfach das Signal vom A110.1 in den Mischer und vom Mischer in den VCF8 und dann wird ganz normal mit subtraktiver Synthese gearbeitet. Jetzt kommt aber der zweite VCO hinzu. Dessen Signal geht durch den A137.1 Wave Multiplier und der faltet das Dreiecksignal, was dort jetzt hineingeht, so um, dass also Obertöne hinzuaddiert werden. Und man sieht auch, wie die beiden LFOs rhythmisch die Parameter Multiples und Harmonics des A137.1 modulieren. Ja, und das Gesamtresultat ist dann das. Wobei ihr jetzt auch hören konntet, welche Auswirkungen es hat, wenn man im Mixer die Pegel ein bisschen höher setzt. Da kann man im Döpfersystem auch schon schnell in die Sättigungsbereiche kommen, also immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Mixerpegeln. So, hier habe ich jetzt ein vierstimmig paraphones Patch aufgebaut mit zwei A110.1 und den beiden LFOs aus dem A147.4, die jetzt aber als VCOs arbeiten. Und das hört sich dann so an. Wird der A151 Sequential Switch als Suboszillator verwendet, indem man den also triggert vom Rechteck des A110.1. Ja, und dann speist man das Dreieck und den Sinus vom A110.1 in die beiden Eingänge und den Ausgang speist man in den Mixer zusammen mit dem Sägezahn vom A110.1 und auf diese Weise hat man den Sägezahn. Mit dem dazugehörigen Suboszillator.